Warte, ich muss Wasser. Du musst jetzt sprinten, also jetzt nur Wasser. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, here ain't no licks in the band, legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In dieser Folge bin ich mit zwei Mates unterwegs auf der Map Shoreline. Manruk und Mr. Acid haben mir dabei geholfen, eine Quest in dieser Map zu erledigen. Ihr habt es ja im Teaser schon gesehen, es wird auf jeden Fall actionreich. Schaut es euch am besten selbst an. Ich wünsche wie immer viel gute Unterhaltung. Los geht's! Ja, es fängt an wieder mega heftig zu laggen. Fängt schon wieder an? So, also ein bisschen, ja. Lag. Ja. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall irgendwas, warte mal. Scaff würde ich sagen. Das ist ein Scaff, glaube ich. Boah, wenn das scheiß Scope mal stillhalten würde. Willst du noch da reingehen? Achso. Oh, diese Laternen, Alter. Die leuchten so auf dem Kopf von einem Spieler. Ich weiß noch mal einen Ruck, wo wir hier einen Typen gesehen haben. Oder wo ich ihn eigentlich gesehen habe. Der hat uns wahrscheinlich am Ende dann gekillt. Ja, das war schon unschön. Ich gehe dann gleich schon mal wieder gucken, ob Rock Passage offen ist. Ja. Aufpassen hier wegen Boost Station Scaffs. Ja, das sind auf jeden Fall welche. Sollten uns aber nicht sehen eigentlich. So, dann bis gleich. Nicht sterben, Jungs. Sie haben Dach keinen. Lasst euch nicht umachsen. Ja. Ich gebe mir Mühe, dass ich hier wieder umgeschossen werde. Hier ist auf jeden Fall jemand drin. Okay. 100%. Weil die Tür ist normalerweise nicht zu. Scheiße. Sollen wir riskieren durch oder lieber woanders? War das gerade ein Silence-Shot, oder? Ja, ja. Komm rein. Gehen hier unten durch. Du hast Kopfhörer an, Acid, oder? Ja, hab ich. Okay. Ich höre auch was über uns. Ja, es ist Gift. Mhm. Der ist hier drin. Warte. Ja. Fast im TM hat mein Leben gesaved. Okay. Ich hab irgendwas gehört gerade. Irgendjemand hat gelootet, ja, oder so. Ja, ist draußen. Komm hier lang. Die Scaffs werden jetzt hier rein. Geh hoch, geh hoch. Einfach hoch zur Etage.
Aua. Ach so, das warst du. Oh, sorry. Nee, das bin ich. Boah. Okay. Boah, ich hab gerade. Hab ich dich viel abgezogen. Nee. Hast du mir in die Armor geschossen? Ja. Ist. Da läuft jemand. Warte, hier läuft was. Oh, wo? Unten am Haus. Am Gebäude. Entlang der Gebäude. Okay, der hat eine Silence AK. Wo sind die? Mann, Ruck, bist du noch da? Ja, bin noch da. Okay. Ist offen, Ruck, was ist da? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich bewege mich echt langsam hier gerade, weil ich mir nicht sicher bin, ob hier was ist. Bei uns ist auch irgendwo was. Der ist um die Ecke. Boah, der hat mich fast gekillt. Bin fast tot. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Fuck. Hast du Heal-Stuff? Ja. Nimm dir mein ganzes Stuff, Alter, dann hast du wenigstens irgendwie Protection. Und? Ich muss mich mal eben heilen. Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht mehrere waren. Ja, das kann auch sein. Der hieß Fragmax. Mann. Er ist dann wieder um die Ecke gekommen und hat mir instant den Matcher gegeben. Fuck. War der im Raum gewesen? Ja. Ich hab das Item, hab ich schon. Du musst eigentlich nur noch safe irgendwie rauslaufen. Also entkommen. Warte, ich bin gerade im Gelände innen. Bewege mich auf den Durchgang zu, wo dich vorhin der Asset erschossen hat. Okay. Na, nur dass du Bescheid weißt. Naja, so auf der dritten Etage bei dem Raum. Also soll ich deine Sachen safen? Asset? Das behalten auch. Also du nimmst mit und wenn du es rausschaffst, dann gehört es dir. Okay, danke. Du kannst ja mal die Dinge spielen, die erst also mit dem Allscope. Warte, hier ist jemand drin. Skiff. Oh, warte, wir nicht sterben. Nein. Skiff. Oh, es leckt. Ich meine, ich habe ja schon immer gewusst, dass Shoreline Serverprobleme hat, aber das so schlimm ist. Okay, der Typ ist auf jeden Fall down. Rock Passage ist dann offen. Jo, dann. Sieh zu, dass du vom Acker kommst. Mhm. Also, wenn Manruk da hinten ist bei der Feuerwehrtreppe, dann könnt ihr ja dann zusammen zum Exit. Ich räume den Bunker jetzt erst gerne frei, dass ich dann unbeschadet langlaufen kann. Falls ihr noch was leben sollte. Ja. Hattest du kein Night Vision dabei? Ach nee, du hast ja dein. Naja, ich hab Thermal und das reicht auch. Stimmt. Merkst du ja auch, wenn du dich eigentlich.
glaub, hier ist noch ein Bot. Muss man eben noch dein Schuss? Das war ich. Okay. Versuche die Skeps mit so wenig wie möglich Schüssen auszuschalten. Wow! Kannst eigentlich, wenn du fertig gelootet hast, durch den Durchbruch, der dann in den Boden ist, runterjumpen. Mhm. Dann die zweite Etage wieder zu dem langen Gang, einfach die zweite Etage langlaufen. Und wieder von da, wo wir herkommen, mit den Stacheln da drüber springen. Dann kommst du eigentlich eh wieder gleich zum Exit, zum Ausgang von dem Gebäude. Oder du gehst halt wieder die Treppe runter und gehst durch die, durchs Erdgeschoss. Das ist safer, glaube ich sogar. Oh, der hat Night Vision. Ja, gönn dir. Okay. Ja, das Problem ist mit dem Runterjumpen, ich bin fast komplett überall rot, also oder schwarz eher gesagt. Ich glaube, ich gehe einfach runter. Heil dich einfach so viel, wie es geht hoch und dann lauf. Also ich habe, nee, Quatsch, ich habe Stomach, Stomach ist bei mir auf 0. Jo, dann musst du schnell zum Exit, weil dann verlierst du mega schnell. Ja. Mein Rucksack war, glaube ich, was zu trinken drin. Nee, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe noch eine Flasche. Siehst du gerade? Nein, 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 nein. Was? Ich schieße? Ich schieße nicht. Irgendwas schießt in meiner Nähe. Ah, ich höre es, ich höre es. Ich muss so schnell wie möglich zum Ausgang. Erstens springst runter oder gehst die Treppe rechts runter und läufst dann sozusagen wieder zu dieser kleinen Treppe runter und gehst durch die durchs Erdgeschoss wieder zurück, wo wir halt reingegangen sind. Ja, scheiße. Da stichst du. Ja, nee. Ja, ich muss mich echt beeilen. Ja, du wirst es jetzt sehr schnell. Du kannst schon noch ein bisschen gegenhalten, wenn du keinen Trinken mehr hast. Leute, mach mal kurz Ruhe, bitte. Entschuldigung. Mhm. Okay, ich bin jetzt am LKW raus. Ja! Vielleicht ist jemand am Exit oder was? Ey, da kam von hinten angerannt. Ich drehe mich rum, es fängt an zu lecken und ich bin tot. Das ist so dumm. Mal, der hat. Ich lach. Ja, ich muss aufpassen. Ich habe nur noch 41 Wasser. Ja. Könnte echt knapp werden. Müsste ich schaffen. Du hast ja noch ein Saliva zum Geben heim, weil es wirklich knapp ist, wird. Bei dem Normalscope drückst du einmal als Rechtsklick, weil wenn das eine wirklich weiße Sicht hat, dann ist es behindert. Ah, okay. Du siehst halt sozusagen schwarz und der Gegner ist dann weiß. Mhm. Da hätten die Runde gerade nicht laufen können. Nee, Hauptsache das Radet kommt jetzt raus. Aber schon mal Nee. Ich darf nicht verdursten. Nee, linke Füße einfach. Also knapp dran, das schaffst du, wenn du. Das schaffst du.
Außer der Typ campt da jetzt dran, das soll die Arschkarte. Ich denke mal, der wird ihn schon fertig geloopt haben und abgehauen sein. Ja, das denke ich auch. Ja, ich kann ja auch ein bisschen abcampen. Ja, nee, du hast nicht mehr viel Zeit. Nee. Du verdurstest gerade. Aber du kannst keine mehr sein. Du kannst dann erstmal auf jeden Fall den Wald, also das Gebiet beim Exit ein bisschen abscopen mit dem Arschkarte. Ja, da steht doch irgendwas, warte mal. Ja, dort ist doch einer, das war einer. Das war doch safe, was. Ich weiß nicht mehr, wie viel Ammo drin ist in der Erde. Irgendeiner hat eine Granate nach mir geschmissen. Ja, da hinten ist einer. Ja, du müsstest down sein, wie viele Teile hast du. Also, den einen habe ich auf jeden Fall gehittet, ja. Ja. Aber einer schmeißt hier die ganzen Granaten. Vielleicht ist das voll zum Unkosten. Ja, der wird irgendwo an der anderen Seite von der Brücke sein, denke ich mal. Okay, eine Leiche sehe ich da. So, ich habe nur noch 8 Wasser. Scheiße. Ich muss, glaube ich, risken. Alles oder nichts, ja. Ich höre einen. Ich hau ab. Ja, auch. Ich hab einen noch gekillt, ne? Der war zu zweit, scheiße. Fuck. Und heilen, bitte heilen. Ja, der Spiel ist raus, du musst den springen. Nach links. Lauf. Ja, ich kann nicht. Links. Ich weiß. Warte. Bin fast tot. Leg dich dann dahin. Leg dich hin, wenn du da am Ende. Oh, geil. Noch geschafft. Ich hab noch einen mitgenommen. Was eine Runde. Noch einen mitgenommen gehabt. Ey, die waren neben mir, die standen neben mir, die wussten nicht, wo ich war. Oh, Gottes Willen, ey. Gut, dass ich die AK noch hatte, ey. Scheiße. Ja. Boah, Junge. Das kann nicht wahr sein. Gut, ich kopiere gerade, jetzt hat seine Mission geschafft. Scheiße. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!